Neue Saison, neue Spielerinnen und neue Trainer. Auf beiden Seiten hat sich einiges getan. Die Marschrouten der Vereine für die neuen Saison sind durchaus unterschiedlich. Jener will erstmal die missglückte Bundesliga-Saison und den Abstieg aus den Köpfen spielen. RB will ganz nach oben und aufsteigen. Bei Bundesliga-Absteiger Carl Zeiss Jena wird Steffen Beck die Trainerrolle wieder übernehmen. Der 58-jährige Berliner war nämlich schon zwischen 2015 und 2019 als Co- und Cheftrainer hier in Jena tätig, bevor es ihn nach Wolfsburg zog. Aus Wolfsburger Zeit kennt ihn auch Shaban Uzun, der neue Trainer von RB Leipzig. Der 35-jährige Tübinger übernahm das Traineramt im Sommer von Katja Greulich und will attraktiven Fußball spielen. Von der Bank auf den Platz. Die Vorfreude war schon vor dem Spiel auf beiden Seiten groß. Nach der langen Vorbereitung und einigen Testspielen nun endlich wieder Ligabetrieb. RB mit dem Anstoß und gleich dem Zug zum gegnerischen Tor. Vanessa Fudalla mit Platz und dem Abschluss. Aber kein Problem für Laura Kionke, die neue Nummer 1 im Jenaer Kasten. Das geht auch schon mal ganz gut los für den neuen Mann an der Seitenlinie. 25 Minuten gespielt, Jena mit dem Ballgewinn. Julia Arnold, Jenas Urgestein, hat eine Idee und setzt nach. Guter Ball auf Luca Emily Birkholz. Die geht mal in den 16-Meter-Raum rein. Birkholz und Johanna Seifert macht das 1:0 für Jena. Die Jenaerin mit dem ersten Schuss aufs Tor gleich mal mit der Führung. Birkholz scheitert erst an Herzog, die lange stehen bleibt. Und Johanna Seifert schiebt den Ball an allen vorbei. Dann ist Pause. Stefan Beck kann bis hierhin zufrieden sein. Die Jenaerinnen lassen hinten nichts zu und waren vorne einmal eiskalt. RB muss im zweiten Durchgang eine Schippe drauflegen. 2 Minuten sind rum. Hier die eingewechselte Christina Beck, der Neuzugang aus Dänemark. Sie geht gleich mal voran. Findet Fudalla. Die mit feinem Fuß. Toller Pass. Müller macht das überragend und trifft zum Ausgleich direkt nach der Pause. Ganz starker Angriff der Leipzigerinnen. Beck nutzt den Platz aus, sieht Fudalla und die mit dem feinen Chip auf Manele Müller, die den Ball super mitnimmt und an Kionke vorbei hämmert. Gut 5 Minuten später Jena mit dem weiten Ball nach vorne und dem einfachen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. RB schaltet schnell über links auf Marlene Müller, die Torschützin vom 1:1. Mit der Hacke an Heuschkel vorbei. Fadulla mit dem Doppelpass und Müller sieht Gianna Racco. 2:1 für RB. Wie beim 1:1 auch hier wieder ein perfekt vorgeführter Angriff der Leipzigerinnen. Hacke, Spitze, 1-2-3. Direktpassspiel und jeder kommt nicht hinterher. RB mit richtig attraktivem Fußballspiel. Shaban Uzun und sein Team scheinen die richtigen Worte gefunden zu haben in der Halbzeitpause zur Freude der mitgereisten Fans. Dann die 93. Spielminute. Jeder muss den Ball noch mal irgendwie in die Gefahrenzone bringen. Julia Arnold macht den Ball scharf und Samira Sarawi bekommt den Ball nicht unter Kontrolle und vergibt die Chance auf den Ausgleich. Das war's dann auch. RB Leipzig gewinnt verdient das Auftaktspiel bei Carl Zeiss Jena mit 2:1. Franziska Heimann mit den Trainerstimmen. Wenn wir ein Tor kassieren, wir noch nicht so gefestigt sind, das einfach abzuschütteln, sondern das hat man dann gesehen, dann haben wir die Linie verloren und sind dann auch nur noch nebenher gelaufen, ja, und haben dann den Gegner noch mal eingeladen, auch fürs zweite Tor. Ich denke, wir haben noch Luft nach oben, das sind die ersten 3 Punkte, der erste Schritt ist getan, wir haben noch 25 Spieltage und da gehen wir jetzt von Spiel zu Spiel, aber es ist schön, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Das war der erste Gradmesser für Leipzig und Jena in dieser Zweitligasaison. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Da haben beide Trainer noch ein bisschen Zeit, an der Mannschaft zu feilen. Das Spiel heute machte auf jeden Fall Lust auf mehr.